Hey Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es gibt ein neues Spiel, Minecraft Java Edition. Und das ist sogar eine Limited Edition. Und wir haben ja letztes Mal angefangen zu spielen und machen jetzt einfach weiter in Rötzlingen. Rötzlingen, ausgewählte Welt spielen. Ressourcen werden vorbereitet. Welt wird geladen. Dauert ein bisschen. Die Grafik ist ganz neu und frisch. Und ist. Oh, ich dachte kurz, es brennt. Okay, alles klar. Leute, habt ihr Sound? Ich glaube ja. Es gibt gar keinen Hüpfsound. Okay, es ist Nacht, glaube ich, ne? Kann man eigentlich sein Haus auch anmalen? Es ist Nacht. Wir haben alles, was wir wollen. Wir gehen schlafen, wir haben nicht so viel Hunger. Und könnten aber... wie war das nochmal? Invisible. Jetzt muss ich erstmal die Tasten wieder checken. E. Wir können ja mal was essen. Wir haben... was haben wir denn da? Gebratenes Hammelfleisch. Muss das hier eigentlich alles da rein? Das ist doch Quatsch. Ah, genau, wir haben ja doch die Glasscheiben. Oh ja, ich mache mir gleich ein richtiges Panoramaglasfenster. So, aber wir haben hier dieses gebratene Hammelfleisch. Und wir haben gebratenes Hühnchen. So, wenn ich jetzt das Hammelfleisch anvisiere... Scheiß! Ich habe mit dem Hammelfleisch mein Bett zerstört? Wieso? Warum kann mein Hammelfleisch... Oh. Da habe ich kurz Angst bekommen. Aber warum steht das überhaupt da? Dann stellst du einfach hier in die Ecke. Hui. Okay. So. Kann ich auch so Bilder aufhängen und so? Doch, das geht. Stimmt. Ich schlaf jetzt. Wie war nochmal schlafen? F, E. Was? Welche Taste war nochmal schlafen? Nein! Hör auf. Warte. E. Ernsthaft? So, okay. Jetzt schlafen wir. Nice, wir sind super ausgeruht. Wir haben 16 Hammelfleisch, brauchen wir nicht, oder? Wenn wir sterben sollten, dann haben wir 16 Hammelfleisch vergeudet. Ich habe aber diese Glasdinger da, Glasscheibe. Ich habe 15 Glasscheiben, das heißt, wir können uns ein richtig schönes Fenster jetzt... Ich mache es uns erstmal schön gemütlich, okay? So, pass auf, wir machen es jetzt erstmal schön. Unser Loch. Und zwar machen wir hier, wo machen wir das Fenster rein? Hier machen wir Fenster rein, pass auf. Huch, oh nein. Hey. Scheiße. Wir nehmen jetzt erstmal die... Was ist da am besten? Die Hacke, ne? Können wir hier ein Fenster reinmachen oder... Ah, vielleicht geht das gar nicht. Aber hier können wir auf jeden Fall ein Fenster reinmachen. So. Ey, warum? Ich wollte nur eins. Jetzt habe ich die kaputt gemacht oder was? Das ist ja höchst ärgerlich. Guck mal, da ist jetzt ein kleines Fensterchen drin. Aber die können mich nicht sehen, oder? Also diese Creepies. Es ist nicht so, dass die Creepies dann kommen können und können mich einfach so sehen und dann dringen sie in mein Loch ein oder so, ne? Das geht nicht. So. Warte. Warum? So. Das hier ist immer voll blöd. Okay, jetzt haben wir hier ein schönes Fensterchen. Das ist doch, es wird ja immer schöner. Aha. Vielleicht auf der Seite. Was ist das denn hier überhaupt? Wer hat das, diese Hässlichkeit denn hier zu verantworten? Nee, das finde ich nicht gut. Wie kann ich da, Granit, Erde. So. Okay, und dann können wir auf der anderen Seite, können wir die Fensterfront auch nochmal ein bisschen größer machen. Dann nehmen wir uns hier wieder so einen Hans-Hackel-Beil und wir haben noch 5 Fenster. Und das ist richtig schön. Das sind 4, ne? So. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht wieder hier... Ja, so geht's. Oh. Nice. Das ist doch klasse. Da haben wir jetzt ja schon mal so eine kleine Butze.
Was ist hier noch? Oh, da ist irgendwas. Blöderweise kriege ich das nicht zurück. Aber ich habe ja. Warte, welcher war das hier? Der? Nee, das ist der Räucherofen. Oh, hier war das. Sand. Und dann brauche ich irgendwie Holz. Und dann, genau, Holz, Holz, Holz. Ich muss mal mehr Holz hacken, glaube ich. Warte mal, jetzt habe ich Glas. Wie hatte ich noch mal aus Glas? War das hier an der Werkbank? Wie hatte ich noch mal? Wie hatte ich das noch mal gemacht? Jetzt muss ich kurz nachdenken. Warte, wir sind. Wow! What the fuck, ey? Was ist das? Ey! Hä, was war das denn? Mein ganzes Haus! Au! Was war das denn jetzt? Wieso explodiert mein Haus? Alles ist kaputt. Ich bin richtig sauer. Ich habe keine Ahnung, was geschehen ist, aber ich muss mich erstmal wieder. Erstmal muss ich mich wieder einbuddeln, bevor die Nacht beginnt. Also, das ist ja erstmal. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, um ehrlich zu sein. Müssen wir schnell hier meinen Laden wieder dicht machen. Grüne Neune. Ach du grüne Neune. Komm ich jetzt überhaupt wieder raus? Wieso explodiert mir das Ding? Los, mach auf. Mein schönes Tuttere. Ah. Was liegt da draußen gerade rum? Oh, so ein dummes Schaf, was mich auch noch ausgelacht hat. Nee, das finde ich jetzt aber scheiße. Warum ist das passiert? Das ist doch. Lag das irgendwie an dem Ofen? Aber den hatte ich doch vorher auch betrieben, den Ofen. Ich bin richtig sauer. Ich bin richtig sauer. Das dumme Schaf. Was hältst du denn davon? Ich mache das dafür jetzt noch einfach viel schöner alles. Wisst ihr was? Manchmal ist sowas auch vielleicht ein ganz guter Moment, um nochmal alles zu überdenken und sich zu überlegen, wollte ich das eigentlich so haben oder will ich das anders haben? Und ich habe mir gerade überlegt, ich will das anders haben. Ich mache es ein bisschen anders. Ich baue es einfach noch schöner wieder auf. Nur beeilen, wenn jetzt die Nacht hereinbricht und die fiesen Typen kommen. So, warte, zack. Zack, nee, du nicht. Ich muss jetzt ja wieder eine Tür errichten, ne? Tür hat aber nur einen. Aber ich muss erstmal eine Werkbank errichten, weil ohne Werkbank. Oh Gott, ey. So, wir machen alles jetzt wieder heil. Keine Sorge, Leute. Das war nur ein temporärer Rückschlag. Unglaublich. Okay. Ich habe jetzt auch überall so unterschiedliches Gestein, ne? Nee. So, gibt es eine schöne Doppeltür? Nee, ne? Das erste, was ich machen muss, ich muss hier erstmal, glaube ich, so. Ich kriege ja das ja gar nicht aufgesammelt. Die Sachen sind zum Glück nicht kaputt. Kann ich jetzt hier irgendwas wegschmeißen? Irgendein. Ich das jetzt hier so rausschmeiße? Kann. Ich will. Nee, ich will das. Wie kann ich das Ding. Okay, ich muss einfach hier Sachen, glaube ich, wegschmeißen.
Sofort habe ich. Ich muss eine Kiste bauen. Kann ich eine Kiste hier. Kann ich eine Kiste bauen ohne Werkbank? Nee, ne? Ich glaube, Kisten kann ich nur an der Werkbank bauen, oder wie ist das? Ich glaube. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Werkbank, bitte. Ich will die Werkbank aufnehmen. Ich muss ja erstmal alles loswerden. Gibt's doch nicht. So. Ich will das nicht wieder einsammeln. So, ich verteile das jetzt hier. Nee, das nicht. So, ich verteile das am Raum. Jetzt habe ich ein bisschen Platz. Jetzt habe ich wieder geilen Scheiß eingesammelt. Das ist gut. Jetzt kann ich die. So, jetzt müssen wir aber das Problem lösen mit dieser Werkbank. Oder mit dem Kamin. Das ist jetzt. Das weiß ich nämlich nicht. Ob das irgendwie. Ob ich da. Wie. Warum? Never. Das ist nicht despawned gerade. Das ist nicht alles despawned gerade. Nein! Ach du Scheiße. Warum? Was brauche ich für die Werkbank? Ich habe nur 3. Oh Gott, ich muss von vorne anfangen. Alles ist ganz schlimm. Oh, Hilfe. Hilfe. Werkbank. Okay. Ich habe jetzt eine Werkbank. Alles klar. Die Werkbank stelle ich jetzt. Das muss doch möglich sein. Zack, okay. Jetzt habe ich eine Werkbank und jetzt muss ich Kisten herstellen. Jetzt bauen wir erstmal Kisten. Ich muss komplett neu anfangen. Das ist ja einfach, das ist ja so frech. Wo sind jetzt die Kisten? Ey. Wo konnte ich die Kisten bauen? Das war doch an der Werkbank, oder nicht? Oder war das, muss ich. Ne, hier? Ich habe auch nichts zum Anziehen. Das ist einfach richtig frech. Oh, die Kiste! Ey! Ganz kurz. Ich bin doch gerade in der Werkbank. The fuck? Warte mal. Nee, 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 nee. Ich depp. Ich habe die ganze Zeit E gedrückt. Man muss ja die rechte Maustaste drücken. Okay, das hatte ich kurz verpeilt. Jetzt weiß ich das. Okay, so war das. Okay, 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 okay. Ich will eine Truhe bauen. Ich baue eine Truhe. Oh, da brauche ich sehr viel Holz für. Kann ich mir derzeit nicht leisten, aber vielleicht mit den Birkenstämmen, wenn ich jetzt mal aus den Birkenstämmen, nee, nicht das, wir nehmen mal die Dinger. Bam. Das ist wahrscheinlich auch nicht die. Da gibt es 100 Pro auch bessere Mechaniken, als das so zu machen. Aber jetzt haben wir genug, können jetzt die Kiste bauen. Truhe, genau. Kann man die. Ne, erstmal so. Okay, jetzt haben wir die Kiste. Und die Kisten kriegen. Kann ich doch eigentlich direkt. Hier so vielleicht? Oh, es ist die Nacht herangebrochen. Oh Gott. Ich muss dringend aufpassen, dass jetzt nicht die Viecher reinkommen. Ich muss mal schnell die Tür bauen. Da. Was brauche ich dafür? 6. Habe ich. Kann ich mir noch leisten? Wieso denn 3? Ich wollte nur eine. Oh Gott. Kann ich jetzt hier eine Doppeltür machen? Oh ja, ich kann eine Doppeltür machen. Haha! Sehr schön. Okay, wir haben eine Doppeltür. Das heißt, wir sind auf jeden Fall schon mal sicher. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass wir jetzt hier direkt ermordet werden. Das finde ich super gut. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen was von dem. Von der Erde und machen hier nochmal kurz zu, weil ich weiß ja nicht,
Wenn die mich sehen, ob die dann vielleicht. Oh Gott. Die können ja auch hier reinfallen. Was mache ich, wenn die Zombies jetzt hier aus Versehen reinfallen? So. Okay. Sehr schön. Das ist alles. Mein Bett ist despawned, oder was? Wehe, mein Bett ist despawned. Mein Bett ist despawned. Das heißt, ich muss ein neues Bett kaufen, aber ich habe gar nicht genug Wolle. Also erstmal der ganze Kram hier rein. Ich habe gar nicht genug Wolle. Aber einen Ofen habe ich noch, das ist gut. Da, doch, ich habe 7 weiße Wolle. Sehr gut, mit 7 weißer Wolle kann ich auf jeden Fall mir ein neues Bett bauen. Das heißt, ich muss nicht die Nacht über hier irgendwie rumgurken. So, Granit, machen wir mal hier oben. Das Sammelfleisch, ein Eichensee. Oh, ich kann Bäume pflanzen. Wir müssen das mathematisch, wisst ihr was, wir müssen das mathematisch ordnen. Ich baue 3 Kisten. Aber da brauche ich erstmal wieder mehr Holz. Obwohl, na, ich habe noch ein bisschen Holz. Und wie viele Kisten kann ich mir leisten? Wir können uns. Macht ein Fass das gleiche wie eine Kiste. Truhe. Warte. Truhe. Ah, Mist. Ich habe nicht genug. Okay. Aber die zweite geht ja schon. Dann machen wir. Das ist die Rohstoffkiste. Ordnung ist das halbe Leben, ne? Ach du grüne Neun, ist das jetzt eine große Kiste? Ach was, das ist jetzt eine Riesenkiste. Nein! Was war das? Ach, Gewitter einfach nur. Ich dachte, hier ist wieder alles explodiert. Okay, das heißt, jetzt habe ich jetzt hier eine Riesenkiste gebaut. Das ist natürlich auch interessant. Ich dachte, ich mache mal eine, so erstmal hier Ressourcen. Man kann sich eine komplette Riesenkiste bauen. Das ist ja auch geil. So, da oben kommen erstmal die Ressourcen hin. So. Was haben wir denn hier? Also genau, haben wir noch Essen? Spielt da jemand Musik? Das ist Teil des Spiels, oder? Oder ist da draußen irgendwas, was jetzt Musik spielt? So, die Knochen. Ein bisschen Ordnung. Für den Moment zumindest. Okay. So, dann haben wir noch einen Ofen. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der Ofen nicht unschuldig daran ist. Kann das sein, dass der. Lag das am Ofen oder lag das an der Schmelze? Es muss ja an irgendwas gelegen haben. Dass es hier zu solchen. Oh Gott. Habt ihr es gerade gehört? Jemand ist vor der Tür. Oh oh. Wo war meine Wolle? Scheiße, jemand ist vor der Tür. Jemand ist vor der Tür und das gefällt mir überhaupt nicht. So, ich wollte ein Bett bauen. Was brauche ich dafür? Wo bist du, Bett da? Warte, Bett. Drei Bretter kostet mich das. Okay, ich habe noch 5 Bretter. Das heißt, ich kann auf jeden Fall ein Bett bauen. Schick mir mal das Bett. Wo warst du da? Weißes Ding. Okay. So, dann Bett. Fürchterlich. Was? Ich muss eigentlich ja erstmal rausfinden, warum das explodieren konnte. Darf man das nicht hier drin machen? Muss man das draußen machen? Ich gehe jetzt erstmal schlafen, das ist mir hier viel zu gefährlich. Eieieiei. Okay, ich glaube, jetzt gehe ich mal raus und hack mal ein bisschen. Ich habe auch nur noch einen Lebenspunkt. Wie kann ich mir denn Lebenssaft zurückholen? Wie kann ich mir Lebenssaft zurückholen? Gibt es irgendwas? Ich habe natürlich was zu essen, aber nur so. Das ist ja irgendwie nicht. Das gibt mir, weiß nicht, gibt mir das Leben. Wenn ich mir so einen gebratenen Hahn hier reinreibe, gibt mir das irgendwas?
Ah, doch, gib mir sogar ein bisschen. Oh, doch, gib mir sogar ein bisschen was wieder. Ja, super, dann esse ich einfach mein Hammelfleisch, bis es mir wieder richtig gut geht. So. Darf ich nicht? Weil ich voll bin schon. Ach was, ich darf nichts essen. Man darf nichts einfach so essen. Aber okay, das kommt mit der Zeit von alleine wieder. Okay, das ist ja gut. Wir müssen eigentlich mal eine neue Schaufel aufbauen, aber okay. So, jetzt. Tür auf. Tür zu. So, das wird jetzt hier erstmal unser Haus. Ich muss, glaube ich, ein bisschen Holz hacken gehen. Wir gehen erstmal in den Wald rein. Mit unserer Steinaxt hacken wir hier. Und wir müssen vielleicht auch ein paar Schafe töten, einfach nur, weil die sich daneben benommen haben. So. Wir nutzen das jetzt. Und Holz brauchen wir auf jeden Fall. Für alles Mögliche. Für die Kisten. Wir machen uns ein riesiges, riesiges Kistenlager. Okay. Komm her, Baum. Ich habe wirklich keinen Plan, was da explodiert ist. Das macht mich irre. Ich werde sonst diesen Fehler wiederholen. Ich traue mich nicht den Schmelzofen nochmal drinnen hinzusetzen, aber... Hi, du, es tut mir wirklich leid, aber du musst leider sterben. Einfach, weil ich deine Wolle will. Okay, wir nehmen die Steinaxt. Oh, das ist viel Baum da oben. Sollen das Äste sein? Nehme ich einfach mit. Okay. Gib mir. Okay. Und ein bisschen Birkenholz. Okay. Wir bauen uns eine richtig schöne, feine Festung. Vielleicht sollten wir langsam anfangen, aus solidem Stein zu bauen. Vielleicht ist das dann alles gar kein Thema mehr. Wenn wir einfach aus solidem Stein bauen, dann kann auch nichts explodieren. Wir alle wissen, Steine können nicht explodieren. Okay, warte, wir müssen hier ins... Da. Okay, jetzt haben wir... Wie viel haben wir? 54 und 16 Birkenholz. Ist doch schon mal okay. Hier haben wir noch irgendwas. Was ist da hinten? Achso, das ist ja mein Haus. Okay, hier, das ist von eben, ne? Diese Samen oder was. Das heißt, ich kann wahrscheinlich auch was pflanzen, ne? Und wir können gucken, da unten geht es ja noch weiter mit diesen schönen Metalladern hier. Da können wir auch nochmal rein und mit der Hacke genau hier nochmal weitermachen. Dann bauen wir uns gleich nochmal. Ich probiere es dann nochmal mit dem Glutofen. Das kann ja nicht für alle Zeit so sein, dass ich jetzt keinen Ofen mehr baue. Ich weiß nur nicht, ob man den draußen bauen muss. Eigentlich will ich ihn nicht draußen bauen. Die Nacht kann man ja auch wunderbar nutzen, um so Sachen zu schmelzen und so. Ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich mir so einen Vorgarten, wo ich den dann platziere. Ja, ich glaube, das mache ich erstmal. Ich mache mir erstmal einen Vorgarten. Okay, hier wird es recht dunkel. Hier könnte ich mir auch ein Haus bauen. Einfach im soliden Gestein so eine kleine Behausung. Warum eigentlich nicht, ne? Das ist ja fantastisch. Es geht eigentlich so schnell. Guck mal, ich habe jetzt im Prinzip schon einen Raum, wo ich mir schon so ein zweites Zuhause bauen könnte. Könnte ich hier eine Tür machen? Gar kein Problem. Oh, ich habe ein Kohleflöz hier noch. Guck mal. Fällt hoffentlich nicht runter dann, oder? Nee. Oh. Oh, sehr gut. Na, na, ah, 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 okay. Oh, das war knapp.
Eieiei. Uiuiui. Okay. Zum Glück sind wir nicht. Ach, oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh nein. Der denkt sich auch, was macht der Typ hier? Oh fuck. Oh fuck. Wie der mich angeguckt hat. Der will mich haben. Oh Gott, ey. Wo ist er? Da unten ist er. Hey, Buddy. Hier bin ich. Kommst da nicht hoch, ne? Weil du nämlich gar nicht so mobil bist, wie du gerne wärst. Beam! Herzlich willkommen, Beam. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid pünktlich zum, ja, Minecraft-Spielen. Ich bin ja, wie ihr wisst, ein alter Minecraft-Veteran. So habe ich ja angefangen. Das war so meine erste Videospielzeit, so als ich mir einen Namen gemacht habe. Und habe ja 20 Jahre dann kein Minecraft mehr gespielt. Und jetzt habe ich Minecraft wieder ausgepackt und spiele eine Runde. Bin sehr gut in Minecraft. Und ihr denkt vielleicht, ja, das Spiel ist schon ein bisschen älter. Da lerne ich doch nichts mehr. Na, das stimmt so nicht. Tatsächlich, wenn ihr wollt, dann kann ich euch noch eine Menge Tipps und Tricks beibringen. Do's und Don'ts bei Minecraft, sehr, sehr wichtig. Und ich erkläre hier ein bisschen das Spiel. Freue mich, dass ihr da seid. Wenn ihr Fragen habt, fragt so. Also ihr müsst euch nicht schämen. Tatsächlich, also was ich jetzt gerade mache, ich baue sozusagen so Blöcke ab. Und ihr seht ja, die verschwinden dann. So. Und dann kann ich aber jetzt noch was anderes machen quasi. Also ich, die sind jetzt zwar weg, aber ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich will jetzt hier so wieder neue Blöcke haben und dann gehe ich in meinen Block. Bereich und nehmen wir hier so. So. Und dann zack. Ne? Genau. Ja. So funktioniert das. Okay. Das hacke ich wieder weg. Ne, falsches Werkzeug. Ne? Aber meine Dings ist kaputt. Und ich habe mir gedacht, du musst auch weg. Wir können auch jetzt. Hier ist doch schön, hier geht's raus. Wir haben doch noch so eine Tür. Wir nehmen jetzt eine Tür aus der Kiste. Aus der Kiste. Da habe ich nämlich die Türen gelagert. Und dann können wir hier noch eine Tür setzen. Ah ja. Haha. So, jetzt haben wir eine Tür gesetzt. Sieht schön aus, aber ja, es reicht noch nicht. Wir brauchen als nächstes. Es gibt auch so Zäune, ne? Gibt es nicht auch so Zäune in dem Spiel? Hab ich doch vorhin gesehen. Wo sind die Zäune? Zäune. Ah, ey, das gibt Bilder. Oh, ich mache mir gleich ein. Ich habe schon 7. Brauche aber 9. Ne, 8. Oh, ich mache mir gleich ein richtig schönes Bild. So, bevor es soweit ist, wir brauchen einen Räucherofen. Dafür brauchen wir einen zweiten Ofen, glaube ich. Und ich. Ein ledernes Rossharnisch. Also, da kann man sich ja doch Pferde züchten, oder nicht, wenn man Rossharnisch machen kann. Da! Zäune. Okay, das mache ich. Gar kein Problem. Erstmal. Geht das nicht? Das muss doch irgendwie schneller gehen. Ich muss mir irgendwie das erarbeiten, wie das. Das kann nicht sein. Dass es so aufwendig ist. Klick, klick. Das muss noch eine bessere Mechanik geben. Das ist ja albern. Das kann es nicht sein. So, jetzt hatte ich gesagt, ich will Zäune bauen. Ich hab doch alles. Was ist los? Ich muss niesen. Shit. Verzeihung. So, pass auf. Birkenholzbretter habe ich. Birkenholzbrett angesagt. So, jetzt Zäune, genau. Ey.
Nee, ist das schon okay? Nee, das kann doch nicht, das kann's doch nicht sein. Das gibt 100 Pro. Nee, das ist auch albern. Jetzt kann ich nicht mehr, weil ich brauchte diese Stöcke, ne? Ja, ich brauche mehr Stockmaterial. Aber die können wir easy herstellen. Nein, das kann es nicht sein. Ich mache hier irgendwas grundlegend falsch. Ich muss mich da mal in Ruhe einarbeiten. Was fehlt? Hallo? Das ist Eichenholzzaun. Birkenholzzaun. Okay. So, es ist. Oh, es ist Nacht. Das ist des Nachtens. Aber egal, ich kann trotzdem weiterarbeiten, weil ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor der Nacht. Ich baue jetzt stattdessen hier. Ah ja. Guck mal. Jetzt baue ich mir hier einen Zaun. So. Da kann aber jetzt auch keiner kommen und irgendwas von mir wollen. Und hier ist dann der Ausgang. Das ist so ein kleines, das lasse ich aber offen, ne? Weil ich will auch den Mond sehen und so. Und hier kann ich jetzt hier irgendwie auf. Kann ich jetzt hier irgendwie ernten, hier den Boden schöner machen oder so? Ich will, dass das schön grün ist alles. Da baue ich jetzt diesen Schmelzofen da. Mir ist das hier viel zu riskant. Dafür brauche ich aber einen weiteren. Wie war denn das noch? Vielleicht sollte ich die Tür zumachen. Ich traue. Also. Bisschen Angst habe ich noch. Okay. Ich will jetzt als nächstes diesen Schmelzofen, den brauche ich ja für meinen Metall. Da, den da. Nee, Räucherofen? Ofen. Nee, warte mal. Der Räucherofen ist für das Essen. Okay, ich brauche erstmal einen zweiten davon. Und jetzt kann ich so einen machen. Aber was ist denn vorhin explodiert? Ich check's immer noch nicht. Was ist explodiert? Was, das doch du oder war das der andere? Ah, ich würde so gerne wissen, was da explodiert ist. Und oh, das ist ja richtig nervenaufreibend. Ich habe keinen Bock, dass das wieder passiert. Okay, pass auf, ich frage jetzt mal den Chat um Hilfe, einfach weil ich das wissen will. Was ist explodiert? Wisst ihr das? Ihr dürft jetzt für den Moment einmal ganz kurz Backseat Game. Ich will wissen, was explodiert ist. Aber nur das, mehr will ich nicht wissen. Ich will nur wissen, was explodiert ist. Es macht mich wahnsinnig. Da war ein Creeper im Haus? Da kam ein Creeper durch die Tür? Das war nicht der Ofen? Wieso kann der denn einfach hier reinkommen? Das ist ja das Mieseste, was ich hier erlebt habe. Okay, mehr will ich aber nicht wissen. Okay, das ist ja das Allermieseste. Ich kann ein Boot bauen. Man kann ein Boot bauen. Das ist ja Hammer. Und ich brauche ganz dringend hier so eine neue Schaufel und das neue Axt. Ich brauche alles neu. Ich brauche alles neu. Axt. Steinschaufel und Pickelhaube. Hier, Steinspitzhacke brauchen wir auch neu. Okay. Dann. Jetzt habe ich da so Fackeln. Oh, das ist so schön. Guck. Das ist schön. Ich brauche wahrscheinlich noch mehr, ne? Kommen die jetzt hier rein? Sieht doch schön aus. Die kommen nicht zu mir, oder? Also. Immer Türen zu. Okay, das ist direkt viel schöner. Ich brauche eine Menge Fackeln. Und ich überlege, ob ich vielleicht das Haus einfach komplett aus Stein baue. Es ist ja ein bisschen so wie bei dieser Geschichte mit dem Schwein und den Wölfen. Nee, doch, die Schwein und der Wolf. Die haben das Haus ja umgepustet. Und ich habe jetzt ja hier Bruchstein. Ich habe Andesit, wobei ich nicht weiß, was jetzt davon irgendwie. Aber 36 könnte ich schon ein bisschen was von machen.
dann könnte ich quasi das Haus umbauen und das aus Stein machen. Oder ich baue sozusagen auch einmal drumherum. Und dann habe ich. Ja, das muss auch irgendwie gehen. Aber nachts ist gefährlich, ne? Das sollte ich vielleicht nicht. Ja. Nee, das mache ich nicht. Ich schlafe erstmal. Und ich kann auch was essen. Gib mir sofort meinen leckeren Brathans und dann esse ich noch so einen kleinen Snack. Und dann gehe ich schlafen. Und morgen früh baue ich mir ein Haus aus Stein. Guten Morgen, liebe Sonne, guten Morgen. Okay, also, wie mache ich das jetzt? Baue ich vielleicht einmal drumherum aus Stein? Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Vielleicht, ne? Dann verkleide ich das. Ich könnte natürlich jetzt auch weghacken und neu ersetzen, ne? Ich kann auch so machen wahrscheinlich, genau. Aber dann muss ich immer hin und her, oder? Und hier muss ich hin und her machen? Was ist denn das? Was ist denn der bessere Stein? Bruchstein oder Andesit? Okay, das. Naja, okay, es würde gehen. So kann man auch arbeiten. Na, so kann man arbeiten. Nee. Wenn man sich einmal verhaut, ist aber blöd. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Weg. Shit. Fuck. Was war das? Shit. Habt ihr das gerade gesehen? Was war das denn? So eine schwarze Kreatur. War das ein Bug? Fuck. Fuck. Ein Panther. Nee, eine Spinne. Alter Schwede, ich lass die Spinne hier nicht. Komm her. Ja, komm her, trau dich doch. Scheiß Vieh. Komm her. Komm her! Oh, ich habe irgendwas. Oh, ich kann eine Armbrust und eine Angel und alles bauen. Das hat sich sehr gelohnt. Aber das war nicht die Kreatur, die ich gesehen hatte. Da war noch irgendwas anderes. Unangenehm. So. Ich baue jetzt erstmal mein Haus hier. Ich kann das ja auch alles ein bisschen besser planen. Was ist das hier nochmal gewesen? Das habe ich selber gebaut, ne? So, erstmal hier diese hässlichen Erdwände weg. Wir können ja nicht in so einem Erdloch wohnen. Das ist ja aber auch ehrlich gesagt nicht stilecht. Aber das wird jetzt mal diese erste Wand. Da will ich ja auch noch Fenster bauen. Ich will ja eigentlich eine Fensterfront, ne? Dass da Sonnenlicht reinkommt und so. So, da machen wir eine Fensterfront rein. Dann. So, haben wir das schon mal fertig. Dann. Ich glaube, ich muss mehr Steine holen gleich. Geht mir das Fenster kaputt? Nö, das. Doch, scheiße. Nee, ist wieder heil. Okay, cool. Dann, das ist ja schon auch ein bisschen Arbeit, ne? Sich das hier so sturmfest zu bauen. Ich glaube, ich muss jetzt die Zeit mal nutzen, um solange die Nacht noch nicht hereingebrochen ist, mir nochmal, wo war das denn nochmal? Hier runter, ne? Genau, um mir hier frischen Stein zu holen. Hier hatte ich ja schon mein Lager.
Machen wir mal alles hier so ein bisschen. Da kann ich theoretisch auch einen Zaun bauen. Dass ich da nicht runterfalle. So. Ein bisschen Sicherungs. Da sind nämlich die Zombies, die ekelhaften. Nee. Dass ja halt klar ist, dass ihr hier nicht reinkommt, ne? So. Ja. Guckt ihr doof, ne? Ich sperre euch hier ein. Wie so eine Mumie. So eine ägyptische Mumie. Ja, tschüss. Bleibt, wo ihr seid. Mir doch egal. Irgendwann muss ich da wahrscheinlich rein, oder? So. Gute Nacht. Die ewige Nacht, die Immernacht. Für euch hat die Immernacht begonnen. So. Tschüss. Hahaha. So, und jetzt kann ich in Ruhe mein Gestein. Ja, ich weiß. Jetzt stöhnt ihr, ne? Jetzt seid ihr. Hahaha. Ich darf nur nicht da so runterfallen. Aber das war doch der. Also, die wollten doch in Ruhe gelassen werden, oder? In ihrer dunklen, dunklen Höhle. Das ist doch wunderbar. Ich sollte hier mal eine Fackel aufhängen, glaube ich. Über mir ist jetzt hoffentlich keiner, nicht, dass auf einmal hier einer runterfällt. So, jetzt holen wir uns ein paar wertvolle Steine, damit unsere Festung. Ich frage mich, ob es eine gute Idee wäre, einfach hier direkt an der Quelle ein Haus zu haben. Oder ob das besonders gefährlich ist. Aber vielleicht akzeptieren die mich irgendwann auch als einen von ihnen, wenn ich hier einfach siedle. Klar, am Anfang gibt es ein paar Probleme, unterschiedliche Vorstellungen, wie man das Leben lebt, anders sozialisiert und so, klar, aber man kann ja auch irgendwie aufeinander zugehen. Und vielleicht lernen wir uns dann nochmal neu kennen. Dann ist man halt einfach Nachbarschaft so, ne? Muss ein Auge immer auch in die Dunkelheit haben, wenn's, wenn die Sonne untergeht, dass ich jetzt hier nicht in der Höhle völlig vergesse, dass es ja auch mal Nacht wird. Man sieht nichts, ne? Wie ist es auch nice, hier so eine fette Höhle zu haben. Ich muss nächstes Mal Fackeln mitbringen. Ich komme mal wieder und hänge hier Fackeln auf. Das wäre, glaube ich, schon ganz nice. Ich habe das Gefühl, es wird langsam schummrig, tatsächlich. Vielleicht könnte ich mir eine Leiter aufbauen oder so. So, okay. Jetzt haben wir frische Steinladung und können unser Haus. Das hier nervt mich. Weiter aufpimpen. Dann nehme ich am besten die Schaufel, oder? Ja, die Schaufel ist sehr, sehr schnell. Was hatte ich den hier, ne? Ja. So. Okay, dann Schaufel und. Das ist ja auch wirklich einfach nur Erde, ne? Das kann ja auch eigentlich nicht lange halten, wenn die Gezeiten oder die Zombies. Uff, oh, das war dumm. Oh, oder? Warte. Nee, das passt schon. Ich glaube, ich habe auch noch genug Sand, um mir neue Fenster zu machen. Jetzt machen wir hier wieder eine schöne Fensterfront. So rein. So, das ist auch fertig. Hier machen wir noch einen Gang. Da haben wir jetzt den Rasen. Ja, das lassen wir so, oder? Und das Dach müssen wir eigentlich auch noch machen. Das können wir aber auch gleich von innen machen. Komme ich ja nicht rüber?
Come on, man kann doch. Hallo? Kann man nicht auf so einen Zaun springen? Das kann doch nicht sein. Okay, mir doch egal. So, wir müssen noch ein bisschen hier das Haus. Ist noch, oh, warte, die Fackel. Kann ich die. Ja, die kann ich mir wieder einsammeln. Okay. Ich hoffe, die Tür bleibt. Na. So. Okay. Ich habe viel zu wenig von dem Zeug. Wir haben nur noch 7 Steine. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, was ich da mache, ehrlich gesagt. Die Nacht bricht an. Oh, hier waren auch eine Fackel, ne? Die sind natürlich jetzt auch runtergefallen, ist ja klar. Ich glaube, ich muss noch einfach noch mehr Steine holen. Oder mache ich die andere Seite dann jetzt einfach? Nee, das kann ich. Ich kann jetzt einfach einen anderen Stein nehmen. Das geht doch nicht. Oder? Jetzt habe ich halt Bruch. Was ist denn der Unterschied jetzt? Ist das. Ja, doch, das sieht man. Das ist ein leicht anderer Stein. Kann man natürlich. Ja, kann man natürlich machen. Aber nee. Eigentlich kann man das nicht machen. Das geht nicht. Ich muss mehr Stein hacken. Jetzt habe ich 63 Stein. So, jetzt haben wir hier diesen Ofen. Und da kann ich jetzt ja noch ein bisschen Glas. Warte mal, hatte ich nicht auch ewig viel Sand? Noch in meinem Inventory? Ey. Ach, so komme ich da gar nicht ran, oder was? Das war doch der ganze Plan. Ah, Mist. Komme ich nicht ran. Okay. Dann. Hacke. Schaufel. Ey, hallo? Wie kann ich das jetzt nochmal nehmen? Wie kann ich das aufnehmen? Mist. Das war nicht mein. Ich hatte gedacht, wenn ich hier oben. Hallo? Warte. Wieso komme ich denn da jetzt nicht mehr ran? Weil da oben der Stein ist wahrscheinlich. Schade. Ach, ich hätte gedacht, das wäre so nice, wenn ich dann hier das direkt da so drüber hätte und dann könnte ich immer da so reinlangen. Aber ich glaube, weil die. Naja. Mh. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich lege mich erstmal schlafen. Oh Gott, da oben ist ja auch eine Lücke. Oh Gott. Da kommt ja aber kein Creeper durch, ne? Oder muss ich da jetzt vorsichtshalber einmal. Meine ganze Fensterfront ist weg. Ich lass mal vorsichtshalber, mache ich mal zu. Nicht, dass wir wieder so eine unangenehme Situation haben wie vorhin. So, nur für den Moment einmal zumachen. So. Ihr wisst, was ich vorhatte, ne? Ich wollte hier so diese ganzen Köchelgeräte reinsetzen und dann eine langgezogene Kiste da so drüber, dass man, egal wo man steht, muss man immer noch so reinlangen, aber das geht so nicht. Und dann dachte ich, okay, aber kann ich vielleicht die Kiste da draufstellen? Geht wahrscheinlich auch nicht. Aber ich könnte die da vielleicht auf diese Ebene setzen. Ich weiß es nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt einen davon wegnehme? So, jetzt? Ja, jetzt geht sie auf. Ja, okay, verstehe. Ich muss nur. Ah, okay. Ja, aber das ist ja gar kein Problem. Dann machen wir das. Da muss ich die Wand dementsprechend ein bisschen versetzen. Und dann so wird es dann gehen. Ja, so geht's. Aber so ist doch okay. Dann muss ich einmal diese Wand neu machen. Das machen wir morgen früh. Wir gehen erstmal schlafen. Okay. So, dann. Brauche ich mehr Steine, aber ich habe so viele von diesen Bruchsteinen. Was liegt denn da oben drauf? Für ein Paket. Wir wollten. Warte, wir war. Doch. Lass mich mal noch eine neue Steinhacke bauen. Ich hau ja immer so viel um. Das haben wir. Und eine neue Schaufel können wir auch schon mal. Oh, oh, oh ja, Bogen.
Ah, ich brauche mehr, ich muss mehr Pferde und so jagen. Okay, das mache ich bald. Jetzt erstmal eine Armbrust. Was bräuchte für Faden? Eisenbarrenstock und dafür brauche ich. Okay, wie, ich habe jetzt einen Faden, den kriege ich von der Spinne. Oder? Also ich muss mehr Spinnen jagen. Ich muss einfach generell mehr Tiere jagen. Ich mache mein Haus fertig und dann jage ich einfach Tiere. Was halten wir davon, wenn ich im Inneren. Ich muss mir den Stein irgendwie haushalten. Das ist ja Quatsch, so wie ich das hier mache. Können die ganze Fassade aus dem anderen Stein machen. Nein! Haha! Entschuldigung! Wir machen das. So, damit machen wir diese hier unten. Habe ich die jetzt? Ja, habe ich wieder. Okay. Machen wir mit dem Bruchstein. Ich weiß wirklich nicht, was der Unterschied ist. Aber das muss ja auch irgendwie halbwegs vernünftig aussehen, ne? Es kann ja nicht sein, das sieht ja einfach sonst völlig kacke aus, wenn ich so unterschiedliche Steinarten baue. Das geht nicht. Das geht nicht, Leute. Ein bisschen schön muss das sein. Jetzt ärgere ich mich jedes Mal, wenn ich hier lang gehe, ärgere ich mich denn, warum das so hässlich ist. Und das will doch kein Mensch. So. Dann machen wir hier jetzt. Das nehme ich alles weg. So richtig schön, schön etc. Dann machen wir, pass auf, wir machen die Kante jetzt. Das muss ja weg, dann muss der obere Bereich auch weg. Das soll ja gleich aussehen. Ich muss das hier erstmal wegkloppen. So. Eigentlich wollte ich da eine Fensterfront haben, ne? So, dafür brauchen wir Sand. Und dann machen wir hier die Kistenreihe. Das ist ja gar kein Problem. Machen wir erstmal da einen Bruchstein. So, da kommt, da verlängere ich die Kiste dann. Und hier machen wir das Fenster. Und dann kommt das hier noch weg. So, das hacken wir hier noch weg. Ich muss mehr Tiere jetzt. Es tut mir leid, ich muss die Tiere jagen. Ich habe so viel zu tun jetzt hier gerade. Das ist ja einfach nur. Das hier geht auch nicht klar. Da wollte ich ja das Fenster bauen. Aber die kommen ja nicht tagsüber, ne? Die können mir ja gar nichts. So, muss alles auch ein bisschen symmetrisch sein, ne? Gott, ey, muss ich hier alles nochmal. Mache ich dann einfach. Das bleibt. Zack, das bleibt offen. Dann könnte ich hier die Fenster machen. Da bleibt, genau, da kommen die Fenster hin. Da. Das wird die Fensterreihe. Warte, warte, warte. Das können wir dann ja auch eigentlich öffnen. So, das muss offen sein, genau. Und dann müssen wir es so machen. So, genau, das bleibt offen. So. Und dann können wir hier Fenster reinmachen, oder wie? So. Scheiße. Das ist jetzt nicht so hundertprozentig, wie ich das wollte. Jetzt ist das wieder so ein Kladderadatsch hier. So, hier wird jetzt eine Fensterfront gemacht. Das ist wieder der andere Stein, ne? Gefällt mir nicht, dass der Stein so unterschiedlich ist. Aber ich habe auch keinen Bock, jetzt die ganze Zeit diesen Stein zu hacken. Wenn ich doch noch anderen Stein habe. Jetzt muss ich Sand holen. Sand hatte ich. Warte mal. Hier ist doch Sand, oder nicht? Das ist doch Sand. Kann ich einen Kanal jetzt bauen? Ach shit, ich baue einen Kanal. Oh, ohohoho. Alter Schwede, ich baue mir sowas von. Okay. Alles klar. Alles klar, alles klar. Okay. Haha, ich baue mir sowas von ne Dingsbums hier. Mir egal. Okay. Pass auf, Leute.
Okay, ich baue mir sowas von Wassergraben. Da kann auch kein Creeper oder so nix. Ich baue mir einen Wassergraben. Einmal drumherum. Zwei Felder breit. Um das ganze Haus ein Wassergraben. Jeweils zwei Felder. Dick. Okay, ich baue mir eine richtige Burg. Ich habe so viel zu tun. Ich weiß gar nicht. Wo ist die Schaufel? Ich hatte mir doch eine Schaufel gebaut. Ey, ich hatte mir eine Schaufel gebaut. Wo ist meine Schaufel? Ich hatte doch eine Schaufel gebaut. Ich dachte, ich hatte eine Schaufel gebaut. Was fehlt mir denn? Ach, zwei Stöggis. Stöggis, gib mal her. Stöggis und dann... Schaufel. Okay. Ich baue mir da so richtig schön Wassergraben. So. Das flute ich jetzt gleich. Und dann baue ich natürlich noch so eine Brücke, ist ja klar. Ey. So. Hier. Kleiner Kanal. Canale Grande. So. Okay, hier muss ich ein bisschen gucken. Wie mache ich das denn? Hier muss noch einer runter. Wie ist das von der Ebene? Warte. So, jetzt bauen wir einfach. Warte. Wir gucken erstmal. Dann muss ich ja so einen kleinen. Eigentlich muss ich noch eine Ebene tiefer gehen, sonst fließt das ja eh nicht. Aber das läuft mir nicht ins Haus rein dann oder so. Quatsch, ne? Was passiert, wenn ich jetzt da wieder dann zumache? Ey! Warum fließt das Wasser nicht? Da kann man sich doch bestimmt eine richtig geile Ritterburg bauen, wo wir dann so ein richtiger Wassergraben und so. Ich muss auch noch die ganzen Tiere töten für das Leder. Ey! Mein Sand. Brauche ich für das Glas. Mal die Glasscheiben. So. Gibt es denn unendlich Wasser oder sinkt der Spiegel dann auch? Ist ein richtiger Sog jetzt. Okay, aber hier zum Beispiel, warum füllt sich das nicht auf? Was setze ich denn eigentlich für komische Sachen hin? Was habe ich denn da hingesetzt? Okay, das füllt sich gar nicht auf. Och. Warum? Warum füllt sich das nicht auf? Was soll das denn? Hallo? Ah, das ist ja schade. Ich dachte, das fließt jetzt hier so lang und dann kann ich mir so richtig geilen Wassergraben bauen. Naja. Vielleicht, wenn ich da... Halt, wenn ich jetzt an anderer... Oh, ich muss mehr töten, ne? Tut mir leid. Ja, ich hab, das ist das Spiel. Tut mir leid, Leute. Ich muss mehr Sachen töten. Vielleicht, wenn ich quasi hier ein bisschen Kubikmeter weg, wisst ihr, was ich meine? Wenn ich da einfach was reinbaue, steigt dann an anderer Stelle der... So, wenn ich jetzt hier... So. Bringt das irgendwas? Nee, ne? Auf jeden Fall ist eine ziemlich krasse Strömung. Aber das scheint jetzt nicht so, dass dadurch irgendwie... Nee. Schade. Naja, okay. Also kein Wassergraben für mich. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ich habe so viel nicht gemacht, weil ich jetzt vom Wasser abgelenkt war. Na, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich kann ja dann quasi hier auch jetzt erstmal so weitermachen. Ich habe jetzt ganz viel Sand, das heißt, ich kann hier
Sand und ich habe doch auch ohne Ende hier so Brennstoff. Okay, das gibt jetzt hier gleich Glas. Hatte ich nicht auch noch Glas? Hey! In der Kiste? Ja, ich hatte auch sowieso noch super viel Glas. Und wie mache ich denn jetzt die Fenster? Glasscheibe? Ach, da, guck. Bäm, 16 Stück. Das heißt, ich kann jetzt hier schon meine Fensterscheiben einsetzen. Da so rein. So, jetzt haben wir eine Fensterfront. So ganz süß. Okay, das können wir dann da auch machen. Da können wir dann noch aufmachen. So. Klassisches Souterrain. Souterrain. 2-2. Das ist natürlich noch nicht symmetrisch hier. Das ist natürlich auch Quatsch. So, da müssen wir hier so eine. Ist ja klar. Dann muss ich hier, schaufel ich mal weiter. Was ist das da eigentlich für ein, was hatte ich denn, was sind das immer für kleine Pakete, die ich da hinsetze? Und was ist das hier für eine, was ist denn das für ein Material? Dieses rote hier. Gucken wir gleich mal. Erstmal machen wir das hier so. Okay. Ist ja auch alles auf einem soliden Fundament stehen. Auch wenn ich jetzt zwei verschiedene Gesteine nehme, was mich komplett madig macht. Kirre macht. Gut. Dann baue ich jetzt hier eine lange Kistenfront. Wo bist du nochmal? Kiste. Da. Kiste. Nein. So. Ach was. Ach so. Es gibt immer nur Zweierkisten. Aha, ich dachte, es gibt dann so eine langgezogene Megakiste, aber ist überhaupt nicht so. Ja gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Was platziere ich da immer für so einen kleinen. Was ist das Zeug? Was ist das da? Was ist das? Okay, das habe ich da irgendwo. Warte mal, was ist denn das? Wo habe ich denn diese vier? Wo ist das? Was ist das? Eichenholzknopf. What the fuck? Wieso habe ich einen Eichenholzknopf an der Stelle des Schildes? Was ist denn das für eine dumme Idee gewesen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. So, okay. Jetzt kann ich die Kiste, habe ich ja irgendwie so eine Kistenzeile. Und das hier ist noch einer von diesen Knöpfen da. Das ist doch albern. Okay, so, das ist doch irgendwie ganz süß. So, dann hacken wir das hier noch mit. Au! Mit der Schaufel weg. Und machen hier noch ein bisschen. Oh oh. Hört ihr das böse Gesumme der Zombie-Leute? So, Wand, alles ist hier aus Metall, aus Stein. So, was ist mit meinen Fackeln? Ich hatte doch noch da vier Fackeln. Die stehen ja überhaupt nicht auf Licht, ne? Die Leute. So, okay, nice. Die Seite nähert sich ihrer Vollendung und die andere Seite natürlich noch überhaupt nicht. Aber ich glaube, ja, komm, wir haben noch 11 Steine. Komm, das machen wir mal eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Okay. Nein, dumm. Weg. So, okay. Dann
Müssen wir natürlich noch. Da sind zwei. Hier müssen wir auch noch ein bisschen das gleich symmetrisch machen. Die Fenster müssen wir noch symmetrisch machen. Da haben wir noch einiges zu tun. Wir können mal eben so einen kleinen leckeren Hammel essen. Und dann schlafen wir kurz. Und dann müssen wir auch nochmal auf die Jagd gehen. Okay, also erst schlafen, dann holen wir uns neue Steine, machen das Haus erstmal komplett fertig mit dem Steindach und alles. Und dann gehen wir aber hart auf Jagd und machen so Leder, hier, wie heißt das? Lederjagd und so. Dafür müssen wir gucken, haben wir noch eine zweite Spitzhacke? Ja, haben wir. Schaufel ist bald kaputt, aber die brauchen wir, glaube ich, nicht so dringend. Wir brauchen Hauptsache die Spitzhacke. Und so, holen uns jetzt ein bisschen Gestein aus der Gesteinsgrube. So, wir machen uns mal hier. So, hier geht das hoch, hier geht das hoch, hier geht das hoch, hier geht das hoch. So. Okay, hier ist jetzt der offizielle Weg. Jetzt geht es in die absolute Dunkelheit, aber ich bin natürlich ausgerüstet, habe diesmal Fackeln dabei. So. Hahaha. Hahaha. So. Und jetzt können wir richtig uns mal so durchgraben. Ich bin auch eh neugierig, wo man hinkommt, wenn man hier einfach so gräbt. So, die ist kaputt, aber ich habe noch eine zweite dabei. Stößt man hier irgendwann auf Reichtümer? Schätze, Diamanten? Trollhöhlen? Vielleicht kommt man irgendwann so ein Zwergenvolk an. Das wäre doch super. Aber die sind dann freundlich. Nicht so wie diese Zombies. Und dann verkaufe ich den Bartwachs oder sowas. Wäre ich richtig reich. Das ist der reguläre Weg, wie man Rohstoffe farmt, ja wahrscheinlich schon, ne? Ich weiß auch gar nicht genau, wo ich mich jetzt befinde. Wenn ich jetzt nach oben stoßen würde, ich könnte ja theoretisch auch direkt unter meinem Haus so eine Steinader bauen, aber das wäre natürlich dann auch hässlich. Aber die könnten wir ja theoretisch auch einfach dann überdecken mit so einer kleinen Decke. Dann ist zwar alles ausgehöhlt, aber man würde es gar nicht sehen. Spoonie, Antje, Beast Boy, Eis von Drache. Herzlichen Dank für den Support. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und wir hacken uns immer weiter vor. So, da haben wir schon einiges wieder hier freigelegt. Natürlich jetzt keine Kohle und keinen Kupfer und so. Aber ich will jetzt erstmal reines Baumaterial haben. Das ist jetzt die Quest für diesen Tag. Und später gehen wir dann auf Pferdejagd. Aber erst, wenn der nächste Morgen angebrochen ist. Da brauchen wir nämlich dann Leder und mit dem Leder können wir wieder einen geilen Scheiß machen. Und Spinnen wollte ich jagen. Vielleicht muss ich doch nachts. Ich glaube, diese Spinnen sind ja auch Kreaturen der Dunkelheit, oder? Wahrscheinlich muss ich mich dann mal rauswagen auch. Kann mich nicht ewig hier. So, jetzt habe ich keine Hacke mehr. Jetzt gehen wir wieder zurück. Denn die Hacke kann ich ja nicht. Genau, die muss ich an der Werkbank bauen. Ich lasse die Fackel natürlich hier dran. Aber wir haben jetzt richtig viel schönes Steinzeug abgebaut. So, ich meine, guck mal, ich klopp ja mich hier so quasi ungefähr in diese Richtung. Also, ich muss ja bald vielleicht schon auf Wasser stoßen oder so. Ich kann ja nicht mehr so weit weg sein. Ah, shoot! Wieso darfst du denn hier sein? Never, ich hau dich zuerst um. Ey, wieso bist du so scheiße schnell? Warum darf der am helllichten Tag herum schwirren? So, bis. Ja, das müssen wir auch nochmal kaputt hacken. Okay, das heißt, das gefällt mir auch nicht, dass ich hier so.
Das muss ich auf der anderen Seite. Guck mal, da liegt der Pfeil rum. Kann ich den einsammeln? Der hat auf mein Haus geschossen, oder was? Der ist ja einfach völlig wahnsinnig. So, ich baue jetzt mir noch mal eine neue Hacke. Und was? Schaufel geht nicht? Warum? Keine Stöcke oder was? Das muss irgendwie besser, das muss anders gehen. Das kann es doch nicht sein. Leiter können wir auch machen. Dieses Holzboot würde mich auch nochmal irgendwann interessieren, demnächst. So, ich brauchte aber noch eine Schaufel, wollen wir noch bauen. Ah, warte, wenn ich mehrfach drauf drücke. Nee. Doch. Kann ich die Anzahl ändern oder was? Egal. Das können wir auch nochmal setzen hier, ne? So. Okay. Das Feuer ist, naja, das auf Dauer da, ich weiß noch nicht genau. So, dann lass mich gucken. Wir haben hier 2,2 und dann, jetzt, ich mache das jetzt alles nochmal neu für die Symmetrie, ne? Ist ja klar. Weil hier haben wir 2 und dann kommt hier diese Säule, hier haben wir 2 und dann wäre diese Säule, das heißt, diese Ebene muss weg. Und das ist mir lieber, ich mache das einmal und dann ist gut. Als immer mit der Hässlichkeit zu leben, das geht nicht. Okay. Kann ich die hier, die sind für immer zerstört, ne? Das tut mir in der Seele weh, was willst du machen? Gut. Dann, zack, da ist diese Säule und da machen wir jetzt von außen die Wand. Also quasi. Das wäre dann so, ne? Und dann da halt die Fenster. So muss das eigentlich sein, genau. Nee. Hey, so. Hier muss dann ja eigentlich nochmal auch komplett einmal rum sein. Ja, genau. So, dann hier oben lang. Ja, da kommen die Fenster rein. Da mache ich gleich noch einen zweiten Eingang in den Innenhof, damit ich mir die Seite aussuchen kann. Und okay, da habe ich auch zugemacht. Und hier geht's bis da, okay. Und dann müssen wir eigentlich oben die Decke auch nochmal machen, ne? So, so hatte ich das hier gemacht, glaube ich. Genau, und dann Glasscheibe. Ja, so, fehlt natürlich eine. Hier muss ich, das machen wir auch nochmal weg. Da kommt eine Tür hin auch. Geh weg. Ey. Das muss alles weg. Das muss dann genauso gespiegelt werden. Ja, wie kriege ich das am schnellsten weg? Was ist die beste Axt? Das ergibt Sinn. So, dann machen wir hier diesen Torbogen genau nach. Das wäre dann so, ne? Genau. Da kommt da noch eine Tür rein. Und dann haben wir hier so einen kleinen Vorgarten. Können wir in beide Richtungen raus. Okay. So. Das ist natürlich hier albern. Das wollen wir so nicht. Geh weg. Und dich wollen wir auch nicht. Okay, jetzt haben wir das halbwegs symmetrisch. Da fehlt noch ein Fenster. Das machen wir natürlich auch noch. Und hier hatte ich diese Steinbank, habe ich noch drumherum. Ne? Das müsste ich dann auf der Seite auch machen. So, weg. Und ist zwar nicht nötig, aber so. Okay. Jetzt ist es wenigstens symmetrisch. Da müssen wir mal gucken. Wir haben, glaube ich, in unserem Ofen jetzt. Ja, haben wir 39. Zack. Dann können wir jetzt
Noch ein paar Glasscheiben herstellen. Genau. Sehr schön. Und die ballern wir natürlich dahin. Wo sie, so. Da oben. Bitte nicht ins Feuer fallen. Machen wir nochmal den Stein weg. Und machen da eine. So. Fenster, Front. Gut. Ist auch ganz süß. Jetzt müssen wir natürlich noch hier den Kladderadatsch wegmachen. Wie ihr seht, habe ich jetzt gesagt, mir doch egal. Wir bauen jetzt zwei verschiedene Steinarten hier und dann hat das halt eine schöne unregelmäßige Musterung. Das ist ja vielleicht auch irgendwie okay. So. Das hier muss noch weg, das ist Quatsch. Bäm. So. Das hier muss auch noch weg. Ist hässlich und unsicher. Und ich will ja nicht schlafen, während ich Sorge haben muss, dass hier jemand einbricht oder etwas. So. Okay. So. Jetzt wird die Nacht kommt herbei. Ach so, ich brauche eine ganz dringend noch mal eine Tür. Die Tür ist da. Ja, dann habe ich dann überhaupt noch Birkenholz? Da, zwei. Reicht das? Nee. Reicht nicht, oder? Für eine Tür. Tür will drei. Ja gut, dann muss ich halt eine Eichenholztür machen. Oder wie? Hey! Es gibt noch andere Türen. Dann mache ich halt so eine hässliche Eisen. Hier, wie da, Eichenholz. So. Okay, wir müssen auch beeilen. Die Dunkelheit kommt und da ist eine geöffnete Tür. Ich will jetzt hier keine bösen Überraschungen. So, schnell mal eine. Hey, Tür. So, okay, Tür ist zu. Jetzt habe ich zwei unterschiedliche Türen. Das darfst du keinem erzählen. Das machen wir hier auch zu. Sehr schön. Dann können wir noch kurz diesen Boden hier. Was ist das für eine Hässlichkeit? Wer hat sich das. Oh. Wobei ich mir was vor. Ey, wisst ihr was? Ich kann mir ja hier noch einen geilen Tunnel bauen. Was ist hier das für ein Material? Das ist ja einfach. Habe ich das gerade mit der Tür weggegraben? So, genau. Was haltet ihr davon? Wenn wir uns hier irgendwo einen Eingang in die Unterwelt errichten, ist das nicht eine gute Idee? Wenn wir sagen. Hier so ist Schlafen, okay, hier ist Arbeiten und dann können wir hier vielleicht in der Ecke oder so. Irgendwo ist der Eingang in die Unterwelt. Was halten wir denn davon? Und dann können wir richtig runtergraben die ganze Zeit. Aber das ist hier Kladderadatsch. Was ist das für eine hartnäckiger Lehmboden oder was? Keine Ahnung. Der ist so weg mit dir. Dann, da haben wir sicherlich noch den anderen Stein jetzt. Genau, den nehmen wir so. Jo, okay. Und das machen wir dazu. Also das wäre jetzt hier. Ich weiß nicht, was da noch so an Köcheleien dazukommt. Aber hier ist. Regnet. Oh. Alles, was irgendwie gebaut wird. Wo mache ich den Eingang? In die Unterwelt. Hier vielleicht, so rechts. Wäre natürlich dann nicht mehr symmetrisch, aber ist doch egal. Hier, die Ecke hat ja sonst nichts. Können wir machen. Dann würde ich sagen, hier und dann muss ich da noch eine zweite Tür bauen. Vielleicht. Damit das. Oder ich mache das hier rein. Ja, das mache ich. Pass auf, man kommt hier rein. Jetzt müssen wir uns überlegen, ja, das wäre dann natürlich notgedrungen diese Seite. Aber das ist okay. Haha, ich habe eine Idee. Pass auf, Leute. Hacki Hack. Hacki Hack, Mann. So, jetzt mache ich hier. Nämlich eine Tür rein. Ich habe doch noch so eine Tür. So, hier kommt der Stein. So, hier kommt eine Tür gleich. Und dann wird das mein Eingang in die Unterwelt. So, da muss ich natürlich jetzt zumachen dann. Ist ja klar.
Wo ist meine Tür? Da. Bam. So, da ist die Tür in die Unterwelt. Und dann kann man hier so reingehen. Und dann muss ich hier oben natürlich zumachen. Es regnet ja auch. So, und jetzt hacken wir uns einfach mal so runter. Guck mal, was passiert. So. Hahaha. Wer weiß, was wir hier für Abenteuer erleben werden. Das ist so ein kleiner Vorraum und dann muss es irgendwo einer Seite muss es runtergehen. Da muss ich gleich eine Fackel dranhängen noch. So. Okay, das ist der Vorraum. Habe ich noch eine Fackel parat? Ne, die baue ich mir jetzt. In meinem Fackelbaubereich. Ach, Pinsel! Oh, ich kann das hier auch anmalen alles, oder was? Kann ich mir das hier so in den Farben, die ich will, sozusagen dann machen? Ich habe hier auch so viel Quatsch. Ich muss das mal wieder in die Kisten packen. Hier. Diese Baumsamen, Birkensetzling. Können wir später alles noch machen. So, Wolle ist... Das ist mir also da... Ja, das ist alles, was Grünzeug ist, ist hier. Knochengelöt. Rohes Hühnchen. Glücklicherweise vergammeln die nicht, ne? Das ist schon sehr schön. Bei vielen Survival-Spielen vergammelt immer alles so schnell. Okay, ich habe ja noch richtig viel Steine. Das hatte ich völlig vergessen. Guck mal hier. Ho! Okay, das können wir super zum Bauen nehmen. Dann die packen wir dahin. Die Feder kommt auch mit dahin. Oh, Erde brauchen wir auch immer mal wieder, ne? Was ist das? Ist das Granit? Dieses Gestein? Ich glaube, das ist Granit. Zaun brauchen wir vielleicht gleich noch. Die weiße Wolle kommt dahin. Glasscheibe behalten wir mal. Diesen komischen, blöden Knopf da, whatever, was mache ich mit dir? So, ich glaube, das ist in Ordnung so. Es ist noch dunkel, ja, es ist noch dunkel. Ach ja, ich wollte ja die Fackel bauen. Schon vergessen, weshalb ich eigentlich gekommen war. Was ist sie denn? Da, Fackel. Ah, da brauchen wir Kohle für. Okay. Haben wir zum Glück noch. Dann. Wo hast du stehen geblieben? Da, Fackel. Vier Stück. Ich glaube, ich kann nicht mehr, ne? Doch, warte. Ich krieg vier Fackeln für eine Kohle. Das ist natürlich großartig. Fackeln braucht man immer, wenn man sich in die Dunkelheit wagt. Deswegen, da kann man gar nicht genug von haben. Da kann ich mein Haus dann auch nochmal verzieren und so. Das ist schon in Ordnung. Ja, einfach so 36 Fackeln. Alles klar. Dann Fackel natürlich auch in die Schnellauswahlleiste. So. Nein, Nils! So. Okay, das ist der Eingang in die Unterwelt. Und dann machen wir... So, wie machen wir das jetzt? Was ist das überhaupt? Hier buddel ich mich jetzt irgendwie runter. Das müssen wir schön machen. Wieder was Neues. Ohne, ist es eine Treppe, dass man hier nicht mehr hüpfen muss? Sehe ich das gerade richtig? Ja. Ah, ich kann sogar so eine Treppe bauen. Ja, das ist ja viel geiler. Ich kann so eine Treppe da bauen. Wie geht das jetzt? Ja, Hammer. Und jetzt muss ich nicht mehr... Jetzt muss ich nicht mehr springen. Das ist ja voll geil. Okay, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Ja, jetzt muss ich nicht mehr springen. Doch. Ah, nee, die Wand ist hier. Da muss ich nochmal wegkloppen.
Natürlich jetzt blöd, es regnet hier auch rein, ne? Sehr, sehr unangenehm. Müssen wir beheben, das Problem. Aber das kriegen wir hin. Mit nichts, was ein bisschen Bruchstein nicht lösen kann. Wow, okay, jetzt kann, das ist ja auch viel schöner. Guck mal hier. Ist ja schon sehr palastig. Hier geht es dann so runter und... Okay, wie mache ich das jetzt? Ich grab erstmal vor mich hin. Und dann setze ich immer so kleine Treppen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Runter und dann zack. Könnte ich ja hier noch eine Treppe jetzt setzen. Sozusagen. Und hier auch. Achso, über mir ist noch ein Problem. So, okay. Dann gehe ich hier so runter in meinen Keller. Aha. Auf was ich wohl stoße, wenn ich tief in die Dunkelheit hinein mich wühle. Irgendwann muss ja Feierabend sein. Oder ich komme dann... Ah, wahrscheinlich geht es irgendwann Gestein, durch das man nicht mehr durchkommt. Schätze ich mal, oder? Okay, dann... Okay, so zack. Hier kann ich jetzt jedes Mal so eine Treppe setzen. Ah. Hier, falsches Werkzeug. So. Okay, so, dann baue ich da jetzt noch so eine... Ey, meine Treppen sind mir ausgegangen. Sehr blöd. Okay, so runter geht's. Zack. Was erwarten mich hier für Geheimnisse? Ey, jetzt werde ich mit dem Kotelett, schlage ich darauf ein. Das kann natürlich nicht funktionieren. Biege ich irgendwann jetzt nochmal ab? Ich brauche mehr Treppen. Das ist natürlich auch nicht schön hier, ne? Okay, wir brauchen mehr Treppen. Warum? Was ist das Problem? Ich habe doch super viel von dem Zeug. Da, Bruchsteintreppe. Da haben wir... Okay, so kann man das erhöhen. Revier oder was? Maximal 6. Nein, warte, was ist das denn? Nicht Stufe. Ach, ich will keine Stufen. Treppen. Was habe ich denn gerade gemacht? Verklickt. Wenn ich jetzt auf 3 gehe, wenn ich zu 4 gehe, dann... keine Ahnung. Egal. So. Wir brauchen mal eine neue Hacke wahrscheinlich noch, ne? Ja, ich nehme mal noch eine neue Hacke mit. Auf meiner Reise in die Unterwelt. Brauchen wir auf jeden Fall eine neue Hacke. Und wieso nicht auch 2? Und Schaufel ist okay, das ist okay. So. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Das hier ist natürlich auch eine Hässlichkeit. Oh, Hilfe, Hilfe. So, dann machen wir erstmal zu. Okay. Nee, geht das noch? Ja, so ist okay, so runter. Dann die... Nee. So, genau. Dann bauen wir hier noch eine Stufe. Und dann gehen wir einfach weiter runter. Und schauen, was sich verbirgt in der Dunkelheit. Ich glaube, wir können mal wieder eine Fackel hier anbringen irgendwo. Okay. Und eine neue Stufe. Einfach weiter, einfach mal ein bisschen runtergehen jetzt. Gucken, was dann kommt. Ich wette einfach, irgendwann kommt Gestein, welches ich nicht mehr kaputt kriege dann. Das ist ja eigentlich eine sinnvolle... Nein, 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 warum machst du das? So rum.
Moment, jetzt wird das hier schon ganz dunkel. Wir brauchen mal wieder eine neue Fackel hier unten in dem Bereich. Und zwar kommt die einfach mal so daran. Okay. Ja, das machen wir auch weg. Eine neue Stufe. Haha, und weiter geht's. Weiter geht's. Abwärts. Abwärts. Ich müsste ja wahrscheinlich demnächst mal unter dem Wasserbecken auch sein. Und die Hacke zerbricht uns jetzt gleich. Ist mir aber egal. Geil, wir haben ja noch eine neue. Da bist du. Aber hier ist bislang nur ganz normaler Stein. Nichts Besonderes soweit. Muss doch irgendwann. Ah, guck mal, da ist irgendwas Neues. Schaut mal hier. Oho. Aha. Okay. Da war irgendwas Neues. Sehr, sehr gut. Ein neues Metall. Hier, was ist das? Ich jetzt nicht genau aufgepasst. Was war das jetzt? Oh, hier, Köstlichkeiten. Sehr schön. Wir können die ja aufsammeln und dann wieder normales Gestein drunter setzen, damit wir die Treppe reinkriegen. Ist ja gar kein Problem. Vielleicht nochmal eine neue Fackel. Wie man die Fackeln setzt, müsste eigentlich auch in einem regelmäßigen Abstand sein. Immer vielleicht alle drei. Also immer quer zwei freilassen und dann eine Fackel oder so, ne? Ne, warte, wie viel habe ich hier freigelassen? Eins, zwei freigelassen. Eins, zwei freigelassen. Doch, das wirkt aber irgendwie. Okay, das ist die Perspektive. Ja, alle zwei machen wir das. Guck mal, da gibt es auch noch köstliche Ressourcen. Wir haben irgendwas ja auch Neues freigeschaltet im Rezeptbuch. Da müssen wir gleich mal nachgucken. So, das werde ich natürlich hier noch mitnehmen. Das können wir gleich ganz normal mit Erde zustopfen. Wenn wir sagen, uns gefällt das nicht, dass hier so ein Loch ist. So, Treppe. Und weiter geht's. Was war das jetzt für ein. Was ist denn so? Was kann das denn sein? So, ich bin ja kein Geologe. Kupfer haben wir ja schon gehabt, oder? Das war ja dieses andere gelb, grün-rote. Was ist denn noch so? Bronze? Ich habe keine Ahnung, was findet sich da? Muss gleich mal gucken. Ich hab nicht richtig aufgepasst. So, noch eine Treppe runter. Drrrt. Ich glaube, diese Wand hier können wir auch nochmal wegmachen. Genau. Dann machen wir wieder zwei frei, ne? Und dann kommt hier wieder eine Fackel. Also eins, zwei, bam. Na, jetzt. Aber falsche Waffe. So. So, was haben wir jetzt gesagt? Eins, zwei. So. Genau. Was haben wir hier? Ist das einfach nur. Nee, das ist auf jeden Fall auch Gestein. Was sagt denn hier mein Erde, Granit? Ach, das ist Granit gewesen. Aber hatte ich nicht Granit schon gefunden? Das war Granit einfach. Das ist Granit, okay. Na gut. Aber Granit ist doch ein hartes Gestein. Das müsste ja eigentlich, wenn ich mein Haus aus Granitstein baue, das müsste doch eigentlich sehr gut sein für mein Haus. Für die Stabilität meines Heims. Kann man doch schon eine Menge mitmachen, bestimmt.
Wir haben jetzt hier so eine kleine Kammer und das ist jetzt hier eine Granitader. Finden wir das gut? Ich glaube ja, oder? Was mache ich mit dem Granitgestein? Hier drin ist auch Tag und Nacht völlig irrelevant, ne? So. Eins, zwei, drei. Was? Eins. Eins, zwei, drei da unten. So, da kommt noch so eine rein. Ja, es ist hier einfach nur noch Granit. Da müssen wir eigentlich gleich mal hochgehen und gucken, was wir jetzt alles noch Neues haben. Im Rezeptbuch. Ey, fuck, hört ihr das? Shit, hier irgendwo ist eine Kammer. Okay. Ich hör's doch. Hier irgendwo sind so Typen. Also hier muss auch irgendwie eine Höhle, ein Höhlenbereich sein. Das ist natürlich unangenehm. Vielleicht sollte ich mal noch so eine zweite Schutztür bauen. Hm. Könnte ich ja easy machen, ne? Ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen durchbreche. Wenn ich jetzt hier... Ich baue jetzt hier nochmal einen Schutz, eine Schutztür. Und zwar setze ich die dann hier rein. Könnte ich auch aus Granit bauen, ne? Aber nee, ich mache das jetzt so. Okay, zack. Und dann, ich hatte noch eine Tür. Ja. So, dann baue ich jetzt hier eine Tür rein. Ich meine, die werden vermutlich über die Fähigkeit verfügen, diese Tür zu zerstören. Aber das fühlt sich irgendwie so ein bisschen so an, als wenn ich dann safe bin. So. Falsches Werkzeug, alles so, okay. Gibt's noch irgendeine andere Möglichkeit, sich hier zu schützen? Irgendwann breche ich doch hier durch und dann bin ich in so einer Höhle von diesen gruseligen Gestalten. Ihr habt das auch gehört, ne? Dass das hier gruselig zugeht. Ja, da ist es wieder. Oh, was war das? Achso, die ist kaputt. Nächste Hacke. Wir haben richtig viele Hacken schon zerhackt. Hm. So. Wie tief kommen wir denn? Wie tief wollen wir denn überhaupt? Bis die Treppen alle sind, oder wie machen wir das jetzt? Jetzt ist die Treppe auch auf einmal auf der falschen Seite, ne? Hier war mal eine Wand. Jetzt auf einmal ist hier keine Wand mehr. Da bin ich einmal um eine Bahn verrutscht. Aber die können doch nicht jetzt in mein Haus kommen, ne? Die, also hier ist ja auch alles festes Gestein, die können sich ja nicht einfach durchbuddeln. Sowas machen die nicht, ne? Nicht, dass das eine dumme Idee war, hier einen Gang direkt in mein Haus reinzubuddeln. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit hier für eine Fackel. Außerdem haben die Angst vor Feuer, ne? Das sind nicht, die haben nicht so Bock auf Feuer. Also wir sind, echt, guck dich das mal an, wir sind schon richtig tief. Wie tief geht das denn? Da können wir eine halbe Stunde runterlaufen irgendwann. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Hm.
Ich mache noch ein bisschen, aber nicht mehr so lange. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Ich muss noch Pferde sammeln und so. Ah, shit! Fuck, ich glaube, da ist die Öffnung. Nein. Fuck. Fackel. Okay. Wir lunsen mal ganz kurz. Oh, okay, hier ist Kohle. Aber. Oh, wir sind richtig dicht dran. Richtig dicht dran. Ich höre es richtig schlurfen und schleimen und. Okay, Wisst ihr, was wir jetzt machen, Freunde? Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen eine kleine YouTube-Pause. Wir stehen hier vielleicht einer großen Gefahr gegenüber. Wir wissen nicht, was sich hinter diesen Mauern verbirgt. Wir wissen nicht, ob wir weitergraben sollen. All das erfahren wir bei der nächsten Sendung, wenn es wieder heißt, Minecraft Pro baut und gräbt und fürchtet sich. Bis dahin, tschüss, Leute. Freue mich wie immer über Comments, aber nicht so viele Tipps. Wie mir das ja selber erarbeiten. Tschüss, Leute.